Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 37 von Shapes.io. Ja, wir haben letztes Mal hier diese Bahn geteilt in zwei Stränge. Jetzt müssen wir schauen. Wir hatten ja reingeguckt hier bei oben dem Sternchen und da haben wir gesehen, dass hier diese Teile relativ schlecht da reinlaufen. Und diese sind 5,57. Da fehlt ja auch noch was. Die ganz normalen Sternchen sind noch nicht voll. Die laufen da gar nicht rein oder was? Okay, dann müssen wir nachher gucken, dass die Sternchen da reinlaufen und dann müssen wir auch gucken, dass dieses Teil vielleicht noch ein bisschen perfektioniert wird. Dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut und spielen das Intro und danach schauen wir nach den Sternchen als erstes. Bis gleich. Ciao. So, die laufen hier nicht mehr rein, oder was? Ist die Frage, wo sie überhaupt jemals reingelaufen sind, ne? Also das hier ist ja auch so, braucht kein Mensch, ne, oder was? Gibt's denn hier Sternchen irgendwo, wo sie sind? Ich sehe hier nur Kreise. Wahrscheinlich haben wir die irgendwo abgebaut. Da sind zum Beispiel welche. Da sind auch welche. Ich glaube, das läuft in den Hub rein, ne? Das heißt, wir können mal hier vielleicht das machen. Und das Band ist auch nicht so voll. Eigentlich sollten wir das nicht so machen, ne? Aber ich mach's einfach jetzt immer. Machen wir so. Machen wir so. Drehen den um. Machen den so. Drehen die auch nochmal um. Und machen den so. Dann machen wir mal hier unten raus. Machen das dahin und dann gehen wir da mal einfach mit so einem Teil da erstmal rein. Und schauen, wie voll das Band wird. Also stapeln tun sich die hier zurzeit wohl. Und da sind erstmal genug. Die laufen da jetzt durch und laufen da rein. Und jetzt müssten sich die anderen wieder hier zählen, ne? Ja, 5,6 läuft. Glaube ich. Wofür ist denn das? Ach so, grau, 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 grau. Ah, da kann man den Schlüssel kopieren. Schau mal an. Aha, so sieht er aus. Ebene 1, Ebene 2. Dann hätten wir uns das mit dem einen da ganz einfach machen können, ne? Der jetzt hier, glaube ich, reinläuft, oder? Aber den kann ich leider nicht anklicken. Schade. Aber der läuft ja sowieso. Aha, hier laufen welche nicht rein, weil da was kaputt ist. Und brauchen wir die? Ja, zurzeit wohl nicht, aber... blockieren uns ja was anderes dann vielleicht. Oder ach komm, die lassen wir da auch reinlaufen. Ich glaube, das ist ja nicht verwerflich, oder? Hier laufen welche rein, die auch nicht rein müssen wahrscheinlich, oder? Nö, die sind auch schon nicht mehr da rein zu laufen. Naja, wir wollen auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir diese Maschine, die hier läuft, noch verbessern. Dafür müssen wir mal schauen, die kommt hier an, aber irgendwie sind die Rot-Weißen nicht genug da, okay. Die Rot-Weißen kommen von hier unten. Und die Maschine ist mit den Rot-Weißen nicht genau, nicht gefüllt. Die Weißen sind wohl genug da, aber die Roten nicht. Die kommen von hier, die kommen von hier. Also die Farbe ist da, aber keine Form. Die Formen kommen aber von hier. Ah ja, hier waren wir irgendwo schon mal unterwegs, glaube ich, ne? Ach, guck mal, hier laufen. Ach so, die werden dann gefärbt wahrscheinlich, ne, oder? Ja. Okay, die werden gefärbt. Aber wir kommen hier mit den Vierteln raus. Naja, wir hatten hier die Mülleimer letztes Mal schon geändert, ne? Damit das klappt, oder? Was machen wir jetzt hier? Kann man das aufdröseln?
Kann man das hier so rechtsklicken und wir bauen da einen Tunnel hin? Geht das? Das sieht schon mal gut aus, oder? Gut, lass uns mal das gerade so überlegen, dass wir den jetzt so weiterlaufen lassen. Und wir müssen den unten rechts haben. Das heißt, der muss auf jeden Fall hier nochmal irgendwo gedreht werden, ne? Wahrscheinlich nur einmal da. So, dann passt der schon. Wir gehen mal einfach hier runter, glaube ich. Und hoffen, dass wir nicht hier in irgendeiner Sackgasse geraten, wo es dann schlecht läuft. Tunnel. Nach da. Und wo laufen die Teile? Die Fittel laufen da ganz unten. Die müssen hier mit drauf. Und das wäre dieses Teil, glaubt, da reingebaut, ne? Kommt da rein, geht da raus. Passt. Und dann müsste das nur so laufen, oder? Und hier müssen wir so laufen lassen. Und dann kommen da schon mal mehr Teile rein. So, dann kommt hier mehr an und es wird mehr bunt gemacht. Also hier staut sich schon was, hier jetzt noch nicht so. Aber hier staut sich es ja schon, ne? Obwohl, da ist es jetzt gerade nicht mehr so viel, weil der Stau... Okay, wir müssen da noch weiter arbeiten. Jetzt wird das tendenziell hier schwierig, glaube ich. Wir machen den trotzdem mal weg und bauen da den Tunnel hin, der noch da geht. Und warte mal, da muss tatsächlich auch nur einen gedreht werden, oder? Rechts rum. Der sieht gut aus, oder? Und dann brauchen wir noch so ein Teil, wo er drauf kommt. Ist das der oder der? Ne, es ist, glaube ich, diesmal der. So sieht es auch gut aus, oder? So, die Teile laufen jetzt hier rein, kommen hier unten an und füllen jetzt hier wieder was auf. Oh, da sind ein paar falsch dran. Oh. Kommen die schon von hier oben falsch? Aber wohl nicht, das waren nur die ersten, oder was? Sieht jetzt erstmal gut aus. Nee, hier kommen sie falsch. Ja, ja, da haben wir einen Fehler drin. Die müssen noch einen gedreht werden, oder? Ich glaube, jetzt haben wir es richtig. Da sind zwar jetzt ein paar falsche Teile drin, aber es ist ja egal. Der Hub nimmt ja alles an, ne? Oder wie war das? Was haben wir hier denn falsch? Hä? Oder haben wir da aufgehört? Ne, da kommen Farben an, okay. Ja, lass erstmal da weiter gucken. Also hier sind jetzt welche. Hier sind auch welche. Hier ist kein Stau. Das heißt, die reichen immer noch nicht so wirklich. Das heißt, wir müssen da noch weiter was machen. Das heißt, wir machen den wieder weg. Bauen da auch einen Tunnel hin. Drehen die da auch wieder. Und die sind unten rechts, das passt. Und brauchen jetzt ein Teil, wo man mit drauf laufen kann. Der sieht doch gut aus, oder? So, jetzt kommen dann noch mehr Teile rein, die hier passend gedreht werden, glaube ich. Das Band sieht jetzt relativ voll aus. Ne? Eine Lücke ist immer noch. Ja, wir sind jetzt bis hier, ne? Ich glaube, man müsste hier schauen, dass man hier noch was reinkriegt. Okay. Ja,
Definitiv. Also hier fehlen sie noch. Hier ist noch Platz. Das heißt, hier geht's weiter. Mit dem nächsten Tunnel. Und Fließband, nee, Dreher einmal. Und einer von denen hier. Jetzt kommen da wieder genug rein, ne? Dann können wir den da, glaube ich, auch noch gerade machen, wenn wir schon dabei sind. Ein Dreher. Und der zum Zusammenführen. So, jetzt kommen da mehr rein, ne? Will ich hoffen. Jetzt kommen hier ganz viele an und laufen hier rein. Aber das Band ist hier immer noch nicht ganz voll, wie wir sehen. Aber es ist jetzt schon mal bis hierhin, wo schon sich langsam aufstaut. Da noch nicht. Okay, das kriegen wir vielleicht noch hin. Müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen, ne? Hier kommen wir nicht raus. Da ist nicht möglich, glaube ich, oder? Oder können wir da mit einem großen Tunnel arbeiten? Geht das? Reicht das? Lass uns das mal checken. Geht der große Tunnel bis da? Ey, der geht bis da. Cool, oder? Aber da ist jetzt... Ah, die sind... Nee, das funktioniert nicht. Kann sie gleich wegmachen. Die müssten noch mehr geschnitten werden und da komme ich dann doch nicht hin. Da muss der Mülleimer hin wieder. Die kriege ich da so nicht raus. Hier würde ich zwar einen rüberkriegen. Das ist zu dicht gebaut, leider. Keine Chance. Da gibt es keine Chance hier raus. Also hier, ich könnte ich zwar bis da, aber was bringt mir das, weil ich komme hier nicht weiter. Oder ich käme bis dahin nach da. Komm, check das mal. Ah, doch, geht noch. Geht bis da, ja. Und da muss er geschnitten werden dann. Das heißt, ich müsste nochmal den Schneiderapparat haben. Warte mal, das bedeutet, ich baue mal weit. Ah, lass mal hier gerade die alle entfernen. Wir bauen mal gerade Tunnel. Und von da bis nach da und von da bis nach da. Hier ist was schief gelaufen. Warte, nochmal Tunnel von da bis nach da. Und hier ist auch wieder was schief gelaufen, oder? Nochmal den Tunnel. Ne. Nochmal den Tunnel. Von da nach da. Von da. Ah, das ist auch wieder nicht. Jetzt klappt es auch nicht. So, jetzt haben wir es. Aber hier haben wir es nicht. Oh, Alter, ey. So, jetzt auf ein neues. Da nach da. So, jetzt sind sie da. Jetzt müssen wir sie da nur schneiden, ne? Dafür müssen wir so ein Teil hier wieder kopieren. Aber Template 2 ist da, Template 1, oh, wo das jetzt wieder war. Finden wir schon, ne, hier sind wir schon, das passt ja. Wir brauchen die Blaupausen, wir brauchen hier oben die Schneidemaschine. Aber nicht die ganze, sondern nur die halbe, glaub. So. Copy. Ich glaube, bei Template 1 war das gerade, ne? Bisschen nach rechts. Hier ist das. Und das müssen wir drehen, glaube ich. Kann sein, dass das so passend ist. Kann sein, oder? Werden die da geschnitten. Aber falsch, weil müssen erst gedreht werden. Glaube ich.
Da fliegt gerade alles in der Tonne. Das heißt, das war verkehrt hier. Steuerung. X. Dahin. Und dann das Ganze. Na, warte mal. Wir müssen das erst anders machen. Wir müssen die erst zusammenführen. Wir brauchen den anderen. Ja. So. Förderband. So, die müssen wir jetzt drehen, ne? Kommt da jetzt was raus? Ja, jetzt kommen welche raus. Und zwar wo? Unten links. Jetzt müssen wir die nur runterkriegen, ne? Hierhin müssen die. Aber die sind jetzt unten links und wir müssen die gucken, dass wir die anders hinkriegen wie unten links. Die müssen einmal gedreht werden. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Und dann müssen wir schauen, dass wir sie hier rüber kriegen. Ich glaube, da nochmal das Ganze. Geht das mit dem normalen? Also egal wo, glaube. Ne, das war wohl nicht mit einem normalen möglich. Das heißt, wir brauchen so einen. Geht das so? Ich hoffe es. Und wo muss er hin? Da unten muss er hin. Dahin. Und hier müssen wir. Ne, den nicht. Den. Und zwar. Nicht so, sondern so. Ja. Ich glaube, jetzt sind sie richtig. Und jetzt ist das Band voll, will ich hoffen. Läuft hier unten hin, läuft hier rein. Aber da sind noch Lücken. An dem Dreher davor staut sich es wohl. Das heißt, der Dreher schafft es nicht, oder? Das heißt, mach das mal hier so. Dreh den. Ich glaube, so rum, ne? Ja. Bau ein. Von denen da ein. So. Verbinde den. Läuft es jetzt schneller? Ich glaube ja, ne? Ist das Band voll? Ich sehe keine Lücke eigentlich. Hier unten, ja, da fehlt einer dann. Aber hier laufen sie, glaube ich, noch flüssig rein. Hier fehlt einer, ist klar. Bis hier sind wir jetzt. Okay, aber insgesamt ist das Band erstmal voller. Aber hier wird nichts fertig. Oder? Ja doch, hier vorne ist es ja dann voll, das Band, ne? Das sieht erstmal gut aus. Hier wird es natürlich geteilt und dann wird da gedreht. Und damit sie hier wieder zusammengeführt werden. Und dann kommen sie da unten als Kreise raus. Also nicht als Kreise, aber so als schräge Eieruhr, würde ich sagen. Gehen hier hoch und kommen hier an. Und hier ist jetzt das Band voll in Rot. Und jetzt fehlt es tatsächlich an den Weißen, ne? Okay, das heißt, wir müssen nächstes Mal nochmal gucken, dass wir die Weißen ein bisschen weitermachen, damit die auch besser werden. Aber das ist ja auch hier so eine Krux wahrscheinlich, ne? Okay, würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wie das Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.